Der Buxtehuder Bulle ist zum einen ein Preis mit Geschichte. Über 50 Jahre haben wir den Jugendliteraturpreis hier in Buxtehude. Aber es ist vor allem auch ein Preis, der die Menschen verbindet und ich finde auch die Generation. Es geht hier nicht nur um Jugendbücher, sondern mehr oder weniger um All-Age-Literatur. Vor über 50 Jahren hat Winfried Ziemann den Jugendliteraturpreis ins Leben gerufen und er wollte vor allem junge Menschen zum Lesen damit begeistern und gute Jugendliteratur verbreiten. Wichtig war ihm auch das Engagement der Jugendlichen und dass Jugendliche nicht nur Bücher lesen dürfen und tatsächlich auch kostenlos lesen dürfen, sondern auch bewerten dürfen. Sie haben ja eine Stimme. Und beim Buxtehuder Bullen ist es ja so, dass wirklich die Jury gleichermaßen aus Jugendlichen und aus Erwachsenen besetzt ist, jeweils 11 Personen. Und das war ja auch genau das, was Herrn Ziemann damals, als er diesen Preis ins Leben gerufen hat, so wichtig war. Die Berührung war einfach dadurch, dass ich die Buchhandlung Ziemann und Ziemann kannte, Herrn Ziemann auch. Ich war dann tatsächlich auch selber als 18-jährige Jurymitglied. Das war dann so die erste richtige nahe Begegnung mit dem Buxtehuder Bullen. Eine Jury beginnt quasi im Herbst, im Frühherbst und endet, sage ich mal so, im nächsten Jahr im Frühsommer. Und in der Zeit darf jedes Jurymitglied ungefähr ja, 20, 30, manchmal sogar 40 Titel unterschiedlichen Genres lesen und dann die ganz individuelle Bewertung abgeben. Ja, also der Buxtehuder Bulle ist ja schon ein großer und angesehener Preis, der ja auch international ist und wenn man da mitwirken kann, ist das schon ein schönes Gefühl. Ich bin Jane Flur, ich bin momentan 15 Jahre alt und ich sitze in der Jugendjury für den Buxtehuder Bullen 2022. Also wenn mich eine Geschichte richtig packt, dann bin ich in dem Buch drin, blende eigentlich alles andere aus, konzentriere mich nur noch auf die Geschichte und habe auch wirklich die Bilder vor Augen, wie das so da passieren könnte. Lest, Leute! Bücher sind eine tolle Sache und bewerbt euch für die Jury. Ob jung, ob alt, es ist eine tolle, tolle Erfahrung. Wir haben hier in der Stadt 5 Buchhandlungen, mehrere Leseclubs, Literaturreihen, die Bücherdiebe. Viele Menschen, die einfach Lust haben zu lesen und sich auszutauschen, auch über das, was sie gelesen haben. Ich finde, das ist was ganz Besonderes und das merkt man auch, wenn man sich hier durch die Altstadt bewegt, ob jetzt am Boulevard entlang geht oder mal kurz in die Stadtbibliothek. Also Bücher, Literatur, das spielt alles eine ganz, ganz große Rolle hier in Buxtehude.